geil. Ja, und damit herzlich willkommen. Hallo zusammen zu meinem neuen Let's Play von Tengshu Wrath of Heaven. Jawohl, das ist die PS2-Version von dem Spiel. Das ist, glaube ich, der dritte Teil. Aber es war doch eine sehr langgestreckte Arbeit, sag ich mal, das Spiel jetzt zum Laufen zu kriegen. Und ich muss sowieso mal gucken, wie es jetzt mit dem Sound so aussieht, weil ich glaube, der ist doch noch ziemlich laut, hä? Machen wir das mal so. Ah, nein, nicht so. So, genau. Ja, Sprache. Es ist die englische Version wieder. Englisch oder japanisch. Ich habe keine deutsche Version gefunden von dem Spiel. Das ist doch sehr schade, finde ich. Save. Speicher das erstmal ab. Ja, wie gesagt, wir spielen endlich Tengshu Wrath of Heaven. Ich freue mich so sehr drauf. Ne? Ihr wisst ja, ich bin ein eingefleischter Tengshu-Fan. Und ja, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen doch auch von dieser PS2-Version jetzt begeistern kann. Und genau, am Anfang des Projekts mache ich gerne mal einen Aufnahmecheck, also mit dem Sound und so. Also deswegen muss ich das nochmal überprüfen. Also ich schneide euch mal kurz raus. Bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Ja, alles wunderbar. Also der nimmt das wunderbar auf und der Sound und alles. Es passt mittlerweile endlich. Ich habe noch hier und da Slowdowns, aber das kriegt man, glaube ich, nicht ganz raus. Ja, wie gesagt, willkommen zu Tengshu Wrath of Heaven. Aus dem Jahre 2003 von Activision. Und genau, dann würde ich sagen, also die Story spielt, glaube ich, nach dem ersten Teil. Also nachdem Rikimaru verschwunden ist. Und genau, bevor wir jetzt hier noch ein bisschen rumpalabern, mache ich erstmal das Tutorial. Genau, dann schaue ich mir das mal an hier. Ich habe zwar schon reingeschaut, aber so, Movements. Ja, Movements ist klar, ne? All explanations, use the default word. Ja, okay. Springen ist klar. Jump Flip, was ist das denn? Jump Flip. Ah, wie geht der denn? Das ist ja geil. Mit der Left Analog. Press the X-Button while holding down the R2. Ah, okay, das muss ich mir auch mal. Crouch, was ist denn Crouch? Ah, ja, das kennen wir. Ja, aha. Press against the wall, roll, hang and move slideways. Ja, das kennen wir auch. Kletterhaken, alles klar. Angriff. Special Combos gibt's hier auch, okay. Combo Attacks. Ja, okay. Da muss ich mich. Kriech-Attacke, Jump-Attacke. Cancel Step-Combo, was? Hä? Was ist das denn? Da kann man ausweichen. Okay. Press the X-Button and use to the left analog stick. Ja, das muss ich alles, ich weiß nicht, also diesen Block, wie geht ein Block? Ah, muss ich Kreis drücken für und nicht zurück. Alles klar. Special Attack. By pressing the left analog stick, da war der enemy perform a special attack. Throws headshots and headbutts. Okay, krass. Okay, while holding down the R2-Button. Moment, das gucke ich mir nochmal an. Ah ja, das kennen wir doch, oder? Ja, ich glaube ja. Nee, ich glaube, ich werde das einfach jetzt ganz normal durchspielen, so wie ich es kenne. Manuelle Kamera. Ah, das kenne ich, ja, ja. Karte, Items, okay. Lock on, ja. Release Grappling Hook, ja. Rotate Kamera, ja, das kennen wir doch alles, genau. Gut, dann würde ich sagen, ich spiele das so, wie ich es kenne, also ohne irgendwelche Special Moves. Ich werde hier irgendwann vielleicht nochmal rauskriegen, muss ich mal gucken. Aber erstmal gehen wir ins Geschichtsmodus, also in den Story-Mode. Ja, wir haben tatsächlich Rikimaru wieder, das heißt, Rikimaru lebt. Sehr schön. Okay, wir haben auch hier Ayame und dahinter ist noch ein dritter Typ. Den kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir die beiden durchgespielt haben. Genau, dann würde ich sagen, ich mache es wie in den anderen Let's Play-Teilen auch. Wir fangen mit Rikimaru an. Yeah. Sieht alles grafisch jetzt natürlich ein bisschen besser aus, würde ich mal sagen. Und jo, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an hier mit der Story, ne? Okay, jetzt kommt, glaube ich, eine Cutscene, genau. Das war Lord Mayo, genau. Ich
erinnere mich. Ach, wie geil. Wie geil ist das denn? Wir spielen jetzt echt hier direkt nach dem ersten Teil. Also, Regimaro hat sich aus der Höhle befreit. Und wir laufen einfach mal, ja, in die Richtung, würde ich mal sagen. Und jo, dann lauf einfach mal weiter. Erstmal Steuerung und so, ne? Da kann man hier noch nicht, aber hier ist Schlagen. Moment, das probiere ich mal aus. Schlagen, Schlagen und dann Kreis? Nee. Und dann hier Kreis oder so? Schlagen, Schlagen. Nee, Schlagen kann man nicht mit Kreis, ne? Aber man kann so abwehren, okay? Alles klar, ich verstehe. Gut. Kriechen war ja hier, aber das kann man auch nicht. Okay, dann geh halt weiter. Was denn? Okay. Was hat der denn da gemacht? Naja, egal. Er hat auf jeden Fall überlebt, das ist gut. Und, wir haben echt eine ähnliche Map wie im ersten Teil und... Nee, jetzt nicht ernsthaft, oder? Ey, bestrafe den bösen Kaufmann. Den kennen wir doch irgendwo her, ne? Ichigoya und so. Ja, egal. Was ist das? Layout 1, Layout 2. Egal. Gehen wir einfach mal rein, direkt. Ja, Cutscene. Buds of evil flowered in the darkness, as the land of Lord Goga experienced a short spring of peace. The fruits of corruption tasted sweet to Goda's statesman Nasu, when Echigoya's son Tokubei invited him to the renovated Echigoya estate for dinner. Tokubei planted the seeds by loaning money to innocent villagers and taking their daughters to sell as slaves when payments were not met. Nasu is asked to overlook the process. You must punish the evil merchant. Ah ja, okay, also wir sollen hier jetzt auch wieder den bösen Kaufmann killen. Der böse Echigoya aus dem ersten Teil hat einen Sohn und der macht jetzt hier auch sein Unwesen. Genau, und den sollen wir killen. Alles klar. Ah, hier gibt's auch wieder die Items. Shuriken, Heilpotion, Caltrops und Farbreis. Ja, genau wie... Oh, hier gibt's auch noch was. Hier kann man wieder was sammeln. Okay, ich verstehe. Jo, dann nehme ich mal ein paar Shuriken mit. Weil hier gibt's bestimmt Hunde. Zwei Health Potions und ein paar Caltrops, ja. Farbreis brauche ich nicht. Genau. Giftreis gibt es hier bestimmt bald wieder. Und genau, ja. Wir sollen einen Schlüssel finden, um das Tor zu öffnen. Ja, Feinde werden in Alarmbereitschaft, wenn sie tote Körper sehen. Und wir sollen vor Ninja Rebirth Items. Keine Ahnung, was das heißen soll. Wiedergeburt, irgendwas. Ja, das ist aber. Look the other way. Yes. Yes. I know that not looking is hard work. Ah, your father must have taught you that. Well, Will there be another dessert course tonight? Oh, yes. We have a very special dish tonight. But first, I need to blindfold you. Blindfold? Tokubei, am I going to like what I don't see tonight? Hai! Nasu-sama, my export business is dependent on your happiness. Consider this as just one of the pleasures that not looking will bring you. Ooh, Tokubei. This I can get used to. I can't see a thing. Was haben die denn da gemacht? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber egal. Ja, wir sind im Spiel zusammen. Aber ich muss auch nochmal gucken, wie es jetzt aussieht mit Sound und so, ne? Grafik und alles. Also ich mache nochmal einen kurzen Aufnahmecheck. Also bis gleich dann.
Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Ich bin wieder zurück. Ja, alles wunderbar, also der nimmt auf alles. Und ja, ich habe manchmal so ein paar Glitches drin. Das tut mir auch leid, aber ich würde sagen, wir fangen hier direkt an. Wow, wir haben hier die Karte, die sieht richtig gut aus. Und da sind so, auch so Zielpunkte angemarkert, okay. Dann gehe ich doch mal direkt mal hier hoch, würde ich sagen, ne? Geh mal aufs Dach, Rikimaru, weil da hinten haben wir schon eine Unschuldige gesehen. Ja, das ist direkt wieder drin. Ich habe mir die Steuerung auch eingestellt, dass sie genauso ist wie im ersten und zweiten Teil. Und jo, genau. Ah, da ist ein Typ, genau. Da ist ein Gegner. Aber ich bin direkt wieder drin, das ist so geil. Wirklich. Aber eine Besonderheit hier bei dem Spiel ist, man kann hier Doppelsprünge machen. Also wenn der sich rumdreht, dann zeige ich euch das mal. Ah nein, so. In Rikimaru. So, hier, guckt mal. Man kann hier Doppelsprünge machen. Und dreh dich nicht rum, Typ. Dreh dich nicht rum. Und wie sieht denn der Kill aus? Zack. Oh. Das sieht geil aus. Ach so, ja, richtig. Diese japanischen oder chinesischen Scheichen, die ihr da seht. Moment. Hier ist das Rotes irgendwie. Keine Ahnung. Ach, wie geil. Okay. Ne, die Zeichen, die ihr da seht, die füllen sich, je mehr Gegner wir killen. Und ja, die sollen wir halt, die müssen wir füllen, damit wir irgendwas Besonderes kriegen, glaube ich. Ah, da sind doch der. Da ist der Schlüssel. Alles klar. Ja. Richtig. Genau. Aber sind die jetzt schon hier oder was? Ah, das ist ein Heiltrank, okay. Es ist wirklich genauso wie die anderen Teile. Das ist geil. Nur mit viel besserer Grafik. Das ist eine Bombe. Hier, das ist eine Bombe. Geil. Okay. Was haben wir jetzt hier noch drin? So, haben wir hier irgendeinen? Wo bin ich hier? Ah, ich bin in dem Haus drin. Okay. Nee, ich glaube, hier ist niemand. Gut, dann geh wieder raus, Regimau. Boah, das ist viel geil. Die Steuerung ist viel schneller und alles. Das ist voll geil. Ich feiere das gerade so ab wieder. So, dann schauen wir mal. Ah, stopp. Da war irgendwas. Ah, da ist ein Hund. Okay. Dann Shuriken. Nein, 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 nein. Du bleibst schön da. Und? Ah, da ist er weg. Sehr schön. Ja, das klappt auch hier. So muss das doch sein. So muss das echt sein. So, ja, jetzt habe ich hier wieder so ein bisschen Sound. Glitches, aber nicht viel, okay. Wie gesagt, es war so schwer, diese Version zum Laufen zu kriegen, wirklich, wegen PS2 und so. Ah, hört mal. Die sind da, okay. Ich verstehe. Es war wirklich sau schwer, diese Version zum Laufen zu kriegen, auch irgendwie flüssig und so. Aber das, ich glaube, das hier ist jetzt die beste Einstellung, ha? So, dann schauen wir mal weiter. Der Key sagt mir ja, dass in die Richtung einer ist. Da! Da ist er. Ja, der dreht sich bestimmt rum, ja. Seht ihr das? Aber ich glaube, man kann hier auch, ne? Nee, nee, nee. Ganz so dumm sind die dann doch nicht, ja? Die Gegner hier sind schlauer, das ist das Problem. So, und zack, Kill von unten. Ah, der macht den gleichen, okay. Zack. Da haben wir noch ein Zeichen bekommen. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, das ist das Geile, man kann hier so Doppelsprünge machen. Erinnert mich so ein bisschen an Star Wars. Ah ja, schauen wir mal weiter hier. Ja, und genau. Es ist schön, den Lohn für seine Arbeit zu sehen, wirklich, wenn man noch doch so lange wie ich da an den Einstellungen hängt. Mein PC ist ja jetzt auch nicht der stärkste, ja, wobei, eigentlich ist nur die CPU schwach, ne? Aber das ist, glaube ich, das wichtigste Teil für einen PS2-Emulator, ne? Ja, ich muss mal gucken. Dreh dich doch bitte. Der redet, okay? Der redet. Warum redet denn der? Nein! Oh, vergiss es! Hau ab, hau ab! Oh! Oh, ja, ja, ja. Oh, Gott sei Dank. Da ist noch einer! Okay, dann kann ich euch mal zeigen, wie das Kampfsystem hier ist. So, und dann hier zack, zack. Und dann rechts irgendwie, oder was? Wie ging das denn mit dem? Ah, das geht so. Ah, Kreis! Drück Kreis! Oh, shit. Oh, fuck. Und zack, 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 genau. Und zack. Das war doch ein Ninja-Schlag, genau, ja, sehr schön.
Ja, das ist das Kampfsystem. Ich muss mir diese ganzen Kombos und so... was ist das denn? Was ist das? Pfeil und Bogen? Hä? Das probiere ich... Wie geil! Man kann die Waffen von den Gegnern klauen. Wie geil ist das denn? Ja, dann kann ich ja... Moment mal. Das probiere ich mal aus. Da oben ist nämlich ein Typ, da oben. Eigentlich schon, oder? Wo ist denn der? Hier war doch irgendwo einer. Ja, wie gesagt, viele Änderungen. Aber keine schlechten Änderungen. Nice Night, ich höre dich doch sprechen da. Wo bist du denn? Du bist auf 50 hier. Auf 60. Was ist das da? Nix, okay. Ah, hier drin. Ah, ich verstehe. Ja, hier müssen wir einen Schlüssel für holen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das mal, hä? Hier sind keine mehr. Ich kann jetzt, glaube ich, zu den Typen gehen. Geh da hoch, bitte. Ja, wie gesagt, erster Part hier, ne? Hier sind ja die Typen gewesen. Ich hab die ja gehört hier. Geil. Ah! Okay, nix da. So. Ah, nein! Versteck dich! Das ist kein Wasser, okay. Also kein tiefes Wasser. Ich habe hier irgendwo einen ziemlich nah... Ah, wie geil! Eine Rauchbombe! Eine Rauchbombe, wie geil. Kann man hierher kriechen? Kann man da rein? Och, wie geil! Man kann kriechen hier. Okay. Ah, da... Da ist einer. Okay. Nice Night, ja, ich weiß. Das haben die auch im ersten Teil gesagt. So, dann würde ich sagen... Yeah, Rikimaru, Junge. Das ist mein Lieblingscharakter einfach. Der ist cool. Aber wie soll ich das denn jetzt machen, wenn da drin noch Leute sind? Scheiße! Fuck! Hau ab! Oh mein Gott! Ah! Oh, da sind zwei. Okay, nee, lauf weg. Lauf einfach weg. So... Nein. Ah, dieses Entkommen hier, das muss ich mir nochmal vor Augen führen. Hier, dieses Entkommen. Ah, scheiße. Nee, die kommen. Ah, das ist blöd, okay. Nee, dann... dann muss ich hier ins Haus laufen. Ich lock den mal ins Haus. Weil irgendwie mit dem Kampfsystem hier, das muss ich mir echt noch verinnerlichen. So, komm jetzt hier. Wo denn noch? Oh, das ist der andere, oder was? Oh! Die kann man nicht austricksen, okay? Ja, das ist blöd. Das ist scheiße gerade. Dass man die nicht austricksen kann hier. So, jetzt aber. Komm. Ah ja. Okay, alles klar. Gleiche Mechanik. Nein, nicht die gleiche Mechanik. Okay, schade. Schade. Ah! Okay, dann kill ich die jetzt so. Ist mir scheißegal. Dann zeige ich euch mal den Pfeil und Bogen. Ah, Mann. Ah, Mensch! Nein, doch nicht so! Ich wollte das nicht. Ah, ich muss die Steuerung noch mal ein bisschen... So, das ist die Rauchbombe. So, da ist die Rauchbombe. So. Warum sind die nicht... Ich dachte, das wäre eine Rauchbombe. Naja, egal. Ich muss auch mal die Items und so... Ah, geil! Ich kann Pfeile schießen. Wie die Gegner. Wie die Gegner. Und? Was machen die denn da? Das sieht ja geil aus. Warum treffe ich die nicht? Ah, jetzt, okay. Das ist eine Bombe? Das ist eine Bombe, oder? Das war doch eine Bombe. Ah, die geht nicht in die Luft. Okay, schade. Okay. Items ausprobieren. Shuriken. Scheiße, Mann. Die weichen alle immer aus. Ey, klau mich meinen Shuriken, du Penner. Ah, scheiße. Ah, die Steuerung hier, die ist so schwierig. Die Steuerung hier ist voll schwer. Ah, Mensch. Man muss Kreis drücken, um sich zu verteidigen. Okay, ich verstehe. So, ah, ich hab's gestanden. Okay. So, ja, erste Part, ne? Das ist... Und zack, zack, zack. Immerhin kenne ich noch den Angriffsmodus von Rikimaru, ey. Oh! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, nein! Ich bin fast tot! Alter Scheiße! Oh Gott, trink!
Boah, ich war fast tot. Scheiße. Oh, was war das denn? Okay. So, wie ging das denn jetzt? Moment mal, kann man hier... Nee, hier stehen nur die... Nee. Und hier, wenn man hier... Oh, das war ein Kombo. Geil, okay. Oh, das sind Kombos, okay. Ja, das mit den Kombos. Das kann mir vielleicht mal einer in die Kommentare schreiben, wie das da funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele einfach den Schuh. Ja. Also, wie ich es halt kenne von den ersten beiden Teilen. Und hier ist doch irgendwo der Schlüssel, oder? War der hier nicht irgendwo? Hier war doch der Schlüssel. Hä? Moment mal. Die haben doch hier gezockt und da... Da lag doch ein Schlüssel rum, oder nicht? Hä? Verstehe ich nicht. Sorry. Hä? Wo ist der Schlüssel? Hallo? Oh, was ist... Ah, okay, nee. Das war nix. Gehen wir mal zurück, Kimaru. Ah. Nee, ich weiß nicht, wie man da ausweichen kann. Ach, Moment mal. Ich sehe gerade unten links da... Wenn ich entdeckt werde, gehen die Zeichen weg. Ah, scheiße. Ja, okay, dann kann ich es vergessen. Dann. Ah, so läuft das hier. Ich verstehe. Da ist der Gegner. Komm, hau ab. Hau ab. So, und... Und yes! Geschafft, Junge. So, da haben wir ein Zeichen wieder bekommen. Das ist die Unschuldige da hinten. So. Ich glaube, dann bin ich doch jetzt soweit, oder? Moment mal. Ich muss auf die Karte gucken, ja. Ich muss... Dann bin ich doch jetzt soweit, oder nicht? Hä? Wo ist der Schlüssel? Ich war doch eben da. Moment mal. Das kann doch jetzt nicht sein. Wo ist der Schlüssel versteckt? Haben die den woanders hingetan, oder was? Da liegt ein Shuriken. Okay. Krass. Ja, wo ist der... Ah, hier drin, oder... Nee. Auf... Nee. Wo ist der Schlüssel? Hatten die den nicht eben hier gehabt? Der war doch hier. Bei den Typen war doch der Schlüssel. Hä, verstehe ich nicht. Moment mal. Mach mal Pause. Hä? Das verstehe ich nicht. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der verdammte Schlüssel? Hallo? Da hänge ich jetzt schon. Ja, das ist blöd. Geh ich mal hier rein. Schau nochmal hier vorbei, ob es hier vielleicht irgendwo ist, aber... Aber... Nee, es ist nicht hier. Ah, Moment mal. Ah, okay. Aber... Moment. Ah, hier kann man reinkriechen. Das ist geil. Das ist geil, guck mal. Das ist auch... Neu, okay. Ah, okay. Jetzt bin ich... Wo bin ich hier? Yeah, Ricky Maru. Wo bin ich hier? Okay. Ah, die gleichen Sounds sogar, wie geil. So. Nice Night, ja. Die sagen auch wieder Nice Night hier. So. Nein, 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 nein! Fuck. Fuck! Scheiße, Mann! Ah, oh, leck mich doch, ey. Was ist das hier überhaupt? Wo bin ich hier? Hallo? Hey! Oh Gott. Oh, Mensch. So. Forget it. Der hat gesagt, forget it. Okay, dann kann ich ja wieder raus, wa? Ah! Oh, mein Gott. Okay. Da hinten ist der. Oh mein Gott, der war noch in Alarmbereitschaft. Oh, so, ja. Alles klar. Dann geht's mal weiter. So, dann warte ich... Oh. Boah, sind hier viele Leute, sag mal. Ah! Ah! Geh weg! So, was machst du denn, Freund? Ey, das gibt's ja wohl... Nein! Wie kann er mich so schnell entdecken? Scheiße!
Mal gucken, ob die auch so blöd. Nein, die, oh, die sind schlau hier, das ist das Problem. Oh, Junge, oh, nee. Die sind schlau hier. Okay, ich verstehe. So, gehen wir wieder hier rein. Oh, die sind schlau hier, die Gegner. Ich verstehe. Ja. Lost him. Alles klar. Das ist doch das Zeichen, das uns sagt, dass der Typ weg ist. So, dann gehen wir wieder raus hier. So. Ah, der... Ich weiß nicht, wo der ist. Hier kann man auch nicht mehr durch die Wände gucken. Das ist das Problem. So, wo ist er denn jetzt? Die entdecken einen voll schnell hier. Ah, ja, genau. Ich gehe einmal raus. Und, ja. Ah, die können nicht durch die Tür, oder was? Aha! Das ist sehr schön. Man kann hier doch so ein bisschen durch die Wände gucken. Ja, schaut mal. Aber wie soll ich denn das machen jetzt ohne Giftreis und mit dieser neuen Steuerung? So, was macht der? Geht der weg? Nein! Oh, ich hab so Schiss jetzt, ne? Da! Oh mein Gott! Und jetzt? Nein! Oh, der hat mich schon wieder entdeckt. Fuck. Oh Mann. Ey, das ist krass hier. Das ist echt krass, aber cool. Ich find's gut, dass ich wieder einen Teng Shu spielen kann. So, jetzt abwarten, bis der sich rumdreht und nicht entdecken. So, was macht der denn da jetzt so lange? Der dreht eine Runde, okay. Ich kann da aber so nicht raus, ne. Ich kann da so nicht raus, Freunde. Oh, das ist jetzt eine Scheißsituation. Das ist jetzt eine richtige Scheißsituation. Wie soll ich das machen? Wenn er mich hier die ganze Zeit abblockt. Oh, ich muss woanders hin. Ich muss woanders hin, ey. Ich gehe hier nicht mehr rein. Da ist noch einer. Oh, fail. Fail. Scheiße. Oh mein Gott, alter Schwede. Wie viele sind das? Oh, wie viele sind das? Fail. Richtig fail hier. Mann. Oh, das... Wow. Shit. Uff. Was ist das? Ah, hier sind Bienen. Hier sind Bienen, okay. Oh, was machen die denn, ey? Alter Schwede. So, den einen da, den kann ich mir doch jetzt schnappen. Ja! Geh mal hin. Den einen habe ich. Dann den. Oh, Kill von oben. Geil. Komm, Rikimaru, mach jetzt keine Posen. Und... Yes! Geiler Kill. Alle drei Stealth, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Oh, das sind Eite. Giftreis? Ja, Mann, Giftreis. Sehr schön. Schmeißt er den wieder? Hä? Hä? Ach nee, das ist... Moment. Das ist kein Giftreis, das waren Medipacks. Ah, geil, okay. Ich dachte, das wäre Giftreis gewesen. Ja, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus wieder. Aber ich muss halt immer noch diesen Schlüssel finden, ne? So, da muss ich jetzt einfach mal gucken, wo der denn ist. So, also hier drin war der ja nicht, ne? Hier komme ich ja her, sozusagen. Genau, hier komme ich ja her. Moment mal, was? Da ist doch ein Punkt auf der Karte eingezeichnet, ich Idiot. Ich gehe nochmal zurück. So, dann... Da ist doch ein Punkt auf der Karte. Vielleicht gehe ich da mal hin, hä? Könnte hilfreich sein. So, hier rechts. Da ist... Ah, nee, das ist nur ein Gegner, oder was? Oder... Hä? Da ist der Schlüssel! Ach Gott, was hab ich denn da gemacht, ey? Ich bin irgendwie... Ah! Was ist das denn? Ah! Wie geil! Wie geil ist das denn? Wir haben die Waffe von den Gegnern. Oh mein Gott, ja, damit laufe ich erstmal... Ah ne, die ist aber schwerer. Merkt man, dass der... Ja, ah ja, nimm das Schwert wieder. Nimm das Schwert wieder. Da läufst du schneller mit. So. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt habe ich's.
Jetzt habe ich den Schlüssel rausgefunden. Yes, Mann. So, ja, man auf die Karte gucken sollte man schon noch, ne? So, dann in die Richtung da hinten. Und hier runter. Und? Jetzt haben wir ihn doch, oder? Ja, alles klar, cool. Okay, dann. Und dann mal gucken. Ah! Da ist er. Und lauf! Gott sei Dank. Zack! So. Sehr geil. Okay. So, dann haben wir hier jetzt noch. Okay. Ah, hier ist so ein Gang. Okay, ich verstehe. Hier war doch irgendwo jemand. Verarsch mich nicht. Hier war doch ein Gegner. Verarsch mich doch nicht, Spiel. Hä? Hier war doch... Bin ich jetzt blöd? Oder verschwinden die hier wieder? So. Ja, diese Kamera teilweise, die ist schon sehr schwer zu managen. Aber, ah, da oben! Okay. Ah, nein! Ah, fuck, ich wusste es. Ich wusste es, ey. Scheiße. Ja, natürlich kommt er hier hin. Ist klar. Die Gegner hier sind nicht so strohdoof wie im zweiten Teil. Lost him, ja. Dafür beruhigen die sich schneller. Ah! Boah, was war das denn? Alter. Boah, erschreck mich doch nicht so. Na und? Nee, okay. Dann hier. Ah, da ist ein Unschuldiger, aber an dem müssen wir vorbei. Oh Mann, okay. Okay, dann. Ja, dreh dich wieder um. Ja, wie gesagt, grafisch doch um Längen besser als die ersten beiden Teile. So. Und jetzt? Jetzt bin ich hier, oder was? Hä? Was soll ich hier? Hallo? Hey? Was soll ich hier? Warum hat die Karte mich hier hingeführt? Hä? Hier, oder? Nee, hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Moment. Ist das okay, wenn die mich sieht, oder was? Hier? Was ist da? Was ist hier? Karte. Irgendwas hier rechts. Irgendwas hier. Keine Ahnung. Ja, die Unschuldige habe ich jetzt gesehen, aber... Moment mal. Ich muss mal... Ach, da oben. Ja, das muss man doch erstmal wissen, oder? Aber was ist das denn? Ah, Schuriken. Okay, geil. Aber irgendwie... Richtig... Ah, stopp. Ich habe da oben was gesehen. So, halte ich da fest? Er hält sich nicht fest. Das Problem kennen wir ja noch, ne? So, dann sind wir gleich wieder hier draußen. Aber ich glaube, hier habe ich alle Gegner gekillt, hä? So, dann schauen wir mal weiter. Ah, das ist hier Unschuldige. Ah, hier war ich ja eben. Stimmt, genau. Hier habe ich ja die Leute gekillt, ne? Glaube ich zumindest, ja. Ja, stimmt, hier war ich. Hier war ich schon drin. Dann schaue ich nochmal. Was ist das denn da oben? Ist das? Ach nee, das ist nur... Ja, okay. Da ist aber irgendein Item, glaube ich, oder? Was ist das? Ah nee, ist kein Item. Okay, schade. Dann war ich hier schon. Oh, Wasser, okay. So. Dann... Ah! Was ist mit diesem Wespennest da? Kann man das mit Schuriken kaputt machen? Das kann man bestimmt bei dem Spiel. Ah, scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 nein. Das hätte ich nicht machen sollen, ich Idiot. Oh. Oh. Okay, nee. Nee, never mind. Das lasse ich mal aber beim nächsten Mal lieber, hä? So, ah, wir haben schon 3:15. Krass. Die Zeit geht so rasend schnell rum. Ich glaube, das wird auch ein... Ah! Da. Das wird auch ein sehr langer Part, hä?
Ich glaube, ich teile die auf oder so. Keine Ahnung. Und dreh dich bitte nicht rum. Yes, sehr schön. Zack. Okay, geil. So. Und? Ah, was haben wir denn da noch? Ne, das ist nur Wäsche, okay. Alles klar. Ja, dann. Dann geh hier hoch und der sieht jetzt die Leiche, wetten. Das ist ja immer so. Ja, ja, genau, das ist ja immer so. Jetzt bin ich hier unten wieder. Okay. So, da ist er. So. Aber ich bin echt überrascht. Also die Slowdowns, die halten sich hier echt in Grenzen, wie ich finde. Was macht der denn? Oh. Geht der hier hoch einfach so. Und zack. Nein, 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 nein. Oh. Er hat mich nicht entdeckt. Oder? Der hat mich nicht entdeckt, nee. Ah, das ist geil, die haben Items. Was? Ah ja, das ist ja wieder die Waffe. Aha. Okay, ja. You cannot take this item with you, okay? Das können wir also nicht mitnehmen. Nur hier, was haben wir hier jetzt? Da geht's rein, aber Moment. Was haben wir denn hier? Ah ne, das ist nur... Keine Ahnung. Kann man das hier kaputt machen? Nee. Oh, mir fehlt ein Zeichen jetzt, ernsthaft? Ein Zeichen zum Voll? Oh, das wäre aber scheiße. Na egal. Hä? Hä? Ah, hier. Ah, okay. Mir fehlt da ein Zeichen. Oh, Mann. Hä? Ah, im Haus. Oh, wie geil. Wie geil. Hier sind verschiedene Bereiche irgendwie. Ach, guck mal. Die Maske da, die kennen wir doch irgendwoher. Die ist aus dem zweiten Teil, hä? Hatten die Gegner da auf, ja. So, wer rennt jetzt hier rum? Ich höre Schritte. Oh. Ah! Okay, 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 okay. Stopp. Wenn wir den jetzt so kriegen. Und... Yes, wir haben es geschafft! Wir haben es voll, oder? Ja, wir haben es voll. So, was kommt jetzt? Geil. Oh, was ist das? Ah, Shoulder Thrust. Blow Minister. Combo press the Viereck Button zweimal. Ach Gott. Zack, 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 zack. Okay. Ach du Scheiße, das ist ja total heftig. Ah! Hier ist irgendwo noch jemand. Wow, geil, ist geil. Voll detailreich hier. Lost him, ja. So, wo ist denn jetzt hier noch der andere Typ? Hier ist irgendwo jemand. Ah, open. Okay, hier gibt es noch ein anderes Stockwerk anscheinend, okay. So, dann. Geh mal weiter. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich wollte gerade diesen Move ausprobieren, aber ich habe keine Ahnung, wie der geht und ja. Hä? Was ist das denn hier? Ah, unten! Unten. Was ist das denn da? Das ist ein Item. Und ein Typ, der pennt. Ah, die kennen wir ja noch. Nein! Oh! Oh, Alter! Was war das denn? Was ist... Ach, das ist ein Kätzchen. Ah, ich verstehe. Okay. Aber das ist voll verwirrend hier. Okay. Nee, da ist nichts. Okay, schade. Ah, ja, beruhig dich. Ja, ich glaube, das werden zwei Folgen. Wenn die Level hier doch schon doch so krass groß sind. Ja, kletter durch. Sehr schön. So, dann. Alles klar, dann. Jetzt sind wir wieder draußen, oder was? Nee, hä? Geh mal wieder hier rein. Geh mal wieder hier rein, bitte. Hä? Kommst du nicht von hier da rein, oder? Ey, nee. Mensch, okay. Was muss ich hier überhaupt machen? Moment. Enemies will go and for Ninja Rebirth Items. Nee, keine Ahnung. Okay, nee, dann war das nicht hier, sondern... Ah, hier. Alles klar, dann muss ich... Okay, dann deckt das Item. Ja, ist okay. Dann muss ich jetzt nochmal hier rein.
Genau. In diesem Häuserkomplex. Ja, scheiße! Wo kommt der denn her? Oh, der war doch eben nicht da. Alter, ist das krass. Das Spiel ist so krass. So. Was macht jetzt der Typ? Ich würde den gerne sehen, aber ich kann ihn nicht sehen. Nein, oh Mann! Irgendwie muss man doch sich bewegen können. Scheiße, das ist gerade wieder richtig schlecht, was ich hier mache. Fuck. So, einmal aufmachen. Und... Ne, das macht sich... Das schließt sich wieder. Ich habe keine Ahnung, wie ich den kriegen soll. Ich habe ja keine Reisbällchen oder so. Ah, okay. Oh, Gott sei Dank. Zack. Weg bist du. Ja. Yeah. So, dann haben wir jetzt hier rechts rum. Okay, gehen wir mal rechts rum. Hier ist noch... Ah, ne, hier war ich doch schon. Hier war ich doch bei der Unschuldigen eben. Ja, stimmt. Okay, dann... Ich kill hier alle, ey. Aber die führen beide ins Gleiche, oder was? Nee. Was ist das hier? Was ist das hier? Gar nichts, okay. Aber schön dekoriert hier auf jeden Fall, so mit japanischen Sachen und so. Ja, gefällt mir. So, dann gehen wir mal woanders hin. Gehen wir mal hier noch lang. Ah, da muss ich hin. Alles klar, ich verstehe. Ich verstehe. Da oben hat was geblinkt und dann gehe ich aber erst... Nee, hä? Hier ist irgendwo ein Typ oben. Moment. Da komme ich aber nicht hoch. Irgendwo hier gibt es eine Treppe. Okay, dann... Dann gehen wir geradeaus weiter. Moment, was heißt denn diese roten... Ah, da sind Gegner drin. Ah, ich verstehe. Diese roten Bereiche auf der Karte. Da sind Gegner oder was? Ah, nee, das sind... Moment, das sind Verbindungsbereiche zu anderen. Hier läuft noch irgendwo einer rum. Frage ist, wo, ne? Egal, komm. Was? Was? Ah, eine Unschuldige. Okay. Aber wie komme ich denn da rein? Ah, nein, 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 stopp. Geh weg. So. Du kannst dich ruhig beruhigen. Ich tu dir nichts. Ah, ja, dann lauf halt an der vorbei. Nein, es geht... Ah, doch, okay. Alles klar. So. Okay. Okay. So, dann. Wo sind wir jetzt? Wir sind wieder draußen. What the hell? Warum sind wir wieder draußen? Ich will doch da irgendwie... Moment mal. So, da muss ich jetzt wieder an der Unschuldigen vorbei. Jetzt muss ich mich echt wie ein Ninja durchschleichen wegen der Unschuldigen, oder was? So, die habe ich zum Glück nicht gesehen. So. Dann... Irgendwo hier geradeaus. Nee, das ist ein anderer Bereich. Aber ich guck nochmal hier. Ja, hier war ich auch schon. Ja, Katze. Ich habe mich voll erschrocken. Danke. Gehen wir da hoch. So, gehen wir da hoch. Ja. Ah, da ist noch ein Item. Also das heißt, hier war ich noch nicht. Was ist das denn? Was ist das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. So. Was haben wir denn hier? Wo sind wir hier überhaupt? Ah, wir sind da. Okay. Alles klar. Ah, jetzt kommen wir doch vielleicht nach oben zu diesem Gegner. Hm? Ah, Cutscene. Okay. Look at what the cat dragged in. Wer ist das denn? Your choice. Looks like you chose the wrong. Oh Gott, jetzt kommt's. Oh, diese End. Die Endgegner. Was macht der denn? Alter, was soll das denn? Ey, trink das direkt. Trink das direkt. Alter, wie soll. Zack. Zack. Ha! Ey. Schlag ihn. Was macht der? Hä? Wie gehen diese Kombos, Alter? So, zack, zack.
Oh Mann. Und zack, zack, zack. So, und zack, zack. Nee. Ich hab's nicht drauf, ey. Ich hab's nicht drauf in diesem Spiel. Zack. Und zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Geschafft. Geschafft, ja. Aber die Kombos, keine Ahnung. Hä? Wie, es geht weiter? Ist dich ehrlich, es geht einfach so weiter. Mit seiner Knarre, ey. Oh, fuck. Egal. Gut, dann geht's halt einfach weiter. Ha! Fair. Egal, geh da hoch. So. Wo sind wir denn jetzt? Ah, Moment mal. So, zack. Hier ist wieder irgendwo einer. Mach das auf. Und. So. Ah, ich hab so Schiss, ey. Ah, da, 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 da. Okay. Alles klar, ich verstehe. Ja, die. Die Features hier sind definitiv erweitert, aber. Ich weiß nicht, wie diese Kombos gehen, und das könnt ihr mir bitte in den Kommentare reinschreiben. Für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Und ja. Nu, hau ab. Ja, ich habe jetzt ein bisschen so Slow Frames. Und jawoll, sehr schön. Boah, zack. Voll brutal, ey. So. Wenn das das erste Level ist und ich hier schon fast sterbe. Alter, wie... Das geht immer weiter. Ja, da hat mich noch einer entdeckt. Ah, die können nicht... Die können die Türen nicht aufmachen, ich verstehe. Wenn das das erste Level ist und das schon voll krass lang ist, ja... Das ist ja heftig hier. Moment mal. Nee. Da ist eine Katze, okay. Nee, hier muss ich erstmal nicht hin. Ich muss erstmal hier den Typen irgendwie killen. Ah! Mach die Dinger doch nicht zu. Ah, der pennt! Der pennt sowieso, okay. Ah. So, zack, ab ins... Haha, wie geil. Da ist ein Heiltrank. Sehr schön. Den nehme ich auch direkt. So. Moment mal. Wenn ich die Waffe nehme, gibt es dann vielleicht extra Kills? Andere Killposen? Ha. Wer ist denn hier die ganze Zeit in Alarmbereitschaft? Hä, verstehe ich nicht. Ah, hier oben. Wo denn? Na egal, hier drüber irgendwo. Ah, da ist eine Katze. Ah, okay, ne. Da kommen wir hier her, ne? Genau. So, dann machen wir hier einmal so. Moment mal, hier kann man auch noch rein. Ja, sehr lange Folge. Ich glaube, das werden zwei geteiltes Level. Ah! Wo kommt der? Das Alter. Ist auf einmal ein Typ, ey. Und? Ah ja! Okay. Aber naja. Die haben keine Killposen. Das heißt, ich nehme das Schwert wieder. So. Dann. Jo. Ist das ein Kreis hier oder was? Ja, das ist ein Kreis. Okay, dann muss ich jetzt hier durch oder was? So, und dann? War doch hier oben noch was. Ja, genau. Boah, ist das ein krasses, langes Level. Ja, ist halt PS2-Spiel, ne? Das ist ein bisschen umfangreicher. So, was haben wir denn hier noch? So, dann hier links. Ne, hier. Ah, da hinten. Ah, da hinten. Ich verstehe. Okay. Ja, okay, dann. Ha. Ha, die packen einfach immer ihre Waffe aus, obwohl die nichts sehen. Okay. So. Da! Da ist er. Was ist das denn für einer? Okay. Was ist das denn für einer? Dreh dich noch einmal rum, dann bist du tot. Schade. Macht er nicht. Na ja, egal. Boah, ich nehme bestimmt schon eine Dreiviertelstunde auf jetzt. Krass. Wirklich krass. Das erste Level. So. Alter. Dreh dich doch mal um. Guck mal gegen die Wand. Aber ich glaube, so blöd sind die hier nicht.
Nee, so blöd sind die Gegner hier nicht. Das ist das Problem. Das ist schade. So, jetzt und zack, jawohl. Sehr schön. Dann haben wir den auch. Wunderbar. So. Ich muss irgendwie hier hin oder so. Ah, hier ist noch was. Oder? Nee. Ah, nee, hier komme ich her. Sorry. Hier komme ich her. Dann muss ich irgendwie... Hä? Wo muss ich jetzt hin? Ah, hier. Okay. Das sieht man nicht immer direkt, das, wo man hin muss. Okay. Bestimmt hinter der Tür ist wieder Action angesagt, hä? Ah, nee, okay. Da unten ist der. Und geh hin und kill ihn. Yes. Zack. So. Bam. Oh, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Krass. Also wenn jetzt jedes Level so krass wird wie dieses erste, das ist ja schon heftig. Das ist doch so ein Einführungslevel irgendwie. Ich weiß nicht, was das für ein Item ist. So, irgendwo da muss doch jetzt hier der... Ah! Ah, okay, Cutscene. Cutscene. Oh, there you are. Na? You certainly are a big girl. Now, relax. Don't be so tense. Your clothing is a little different. Was macht der denn? What? You wrench daughters from their parents when they can't meet your outrageous loan payments. Then you sell the girls into slavery and grow rich from your disgusting trade. How did you get in here? Get him! Nicht deren Ernst! Oh! Zwei Guards, okay? Oh, das ist ja wohl die Höhe hier. Moment mal. Ich nehme mal diese Caltrops. Und schmeiß sie mal. Und hier nochmal. Und... Oh. Oh, guck, der... Was? Was? Der schlägt mich auch noch? Alter. Hau ab! Oh nein, ich sterbe gleich. Jetzt laufe ich auch noch in meine eigenen... Oh. Ich laufe in meine eigenen Krähenfüße die ganze Zeit rein. Oh, ist das blöd, ey. Fuck. So, und... Schuriken. Und zack. Und zack. Und trink, trink, trink! Ja, Gott sei Dank. So, okay, aber es ruckelt ein bisschen jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll hier. Ich weiß es nicht. Ah! Zack, 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 komm. Ah, die Mucke kenne ich. Die Mucke ist geil. Ich kenne die Mucke. Und zack. Oh nein. Oh. Die Mucke, das ist die Endgegner-Mucke aus dem ersten Teil. Und zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh. Ja, Schlag. Ah, oh, dann halt nicht. So, okay. Da ist noch einer. Oh Mann. Aber ich mache hier erstmal einen Safe State. Und laufe auf ihn zu und zack, zack, zack. Und zack, yes! Ja. Oh! Was ist das denn jetzt? Was war das? Mein Gott, wie krass! Okay, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, geschafft! Vorgeschafft, ey, wie geil. Aber was jetzt? Jetzt sag mir nicht, dass das noch weitergeht. Nee, Gott sei Dank, ey. Who else is in on your scam? Beide gekillt, ey. Sehr schön. Don't kill me! A man in Gouda Castle on the inside! A traitor? Who? He wears glasses. Name's Hamada. It was all his idea. I'll tell you everything. Just please, please spare me my life. God! Oh. Okay. Ach! No. It can't be. But der schon wieder. Der schon wieder, okay? Den kennen wir doch irgendwoher. Oh, die Kage. Ja. Mikimama, the one who destroyed.
destroyed Mayor's armor. Yeah. Four. Survive. This will be interesting. Another pawn to play with. The more the merrier. Ah, Results. Ninja-Experte, okay. Okay, 405 Punkte. 36 Mal entdeckt. Scheiße, ey. Oh, das ist doch blöd gewesen. Ja, egal. Stealthkins, 27 Gegner waren da. Oh, so. Ja, ich würde sagen, das reicht doch erstmal für die erste Folge. Beziehungsweise fürs erste Level, genau. Und, jo. Ninja-Experte. Oder Ninja-Profi, je nachdem. 400 Punkte ist gar nicht mal so schlecht für den ersten Versuch, doch. New Normal Items, Special Items. Okay. Ja, wir haben ein paar Items bekommen. Und okay, jo. Dann speichern wir das mal. Ja. Speicher das bitte. Und vor dem zweiten Level mache ich wie immer einen Cut. Und werde das dann zusammenschneiden. Aber jetzt kommt erstmal noch eine Cutscene. Last words were as informative as they were deadly. There is a traitor within the castle of Lord Goda. A man wearing glasses named Hamada. You must dispose of the traitor and return to Lord Goda. But be careful. Goda's guards do not know of your existence, and they will greet you as an intruder. You must not kill any of Goda's guards. Oh. Okay. Ja, da ist der Screen. So, jetzt schau mal. Ja, ist eine Bombe. Rauchbombe, richtig. Wir haben wieder das Blasrohr. Wie geil. Okay, was haben wir hier noch? Sticky Bomb. Ja, gut, okay. Tetsubishi, was ist das denn? Hook and pull guards closer to you. Ah, das brauche ich auch nicht unbedingt. Nee, das passt schon. Was ist das da oben noch? Ah, Ninja Reapers. Okay, ich verstehe. Restart when you die. Okay, ja. Ja, geil, okay. Coole Items auf jeden Fall. Ja, wir sollen in Fürst Godas Schloss gehen und, ja, einen Verräter bzw. einen Eindringling, ja, vernichten. Und genau, dabei sollen wir nicht die Garden bzw. die Wachen von Fürst Goda killen, bevor die uns angreifen. Naja, okay, gut. Dann würde ich sagen, ja, schneide ich das jetzt erstmal zusammen und wünsche ich euch viel Spaß mit dem Part und ich hoffe, er hat euch genauso gefallen wie mir, auf jeden Fall. Ich freue mich, wieder Tenshu. Und jo, würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Ciao, ciao.